Mama, komm, das Essen ist auf dem Boden. Assalamu alaikum, meine Lieben, hier ist wieder die Khadija, die Deutsch. Nein. Hallo, Jeremy. Wir haben die Salouan hier. Heute hat die Mama gekocht. Oh, Krumpen in Salouan. Also, Mahmoud hat das Essen auf den Boden gestellt mit den Kindern. Natürlich hier. Das gute Chas darf nicht fehlen. Die Zucchini hat die Mama gemacht und das Fleisch, die Suppe gekocht, ne? Boah, Younes. Younes kriegt den großen Knochen. Du bist unser. Da, warum ist er das? Das zeigen wir gleich. Hier drinne ist nämlich das Knochenmark. Und das schmeckt super lecker. Das hat den besten Geschmack. Das ist von der Kuh der Oberschenkelknochen. Das ist Weißt du das? das. Ja. Ist das Maitaba? Ja. Super. Okay. Bon Appetit. Beep, 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 beep. Und Fischatakitir. Gut, alles klar. Okay. Alhamdulillah, Bismillah, haben wir so ein gutes Essen. Danke, Allah. Guten Morgen. Heute, nein. Schreien das ganze Dorf. Sag mal, hast du eine tiefe Stimme? Wie ein Mann. Hast dich eingesperrt wieder. Warum schreischen du so? Sag mal, wieso bist du da drin? Geh zu deiner Mama und halt dein Kläppchen. Also, gestern, upsala, die Arme, die bockst du noch zusammen. Gestern haben wir den Hase, weil der ist nicht beigekommen, der Bananaman. Dann haben wir den Hase rübergefahren. Der hat nämlich nicht mehr gefressen und das war nicht so gut. Hier, gestern beim Hühner ins Bett bringen, hat einer ein Ei liegen lassen. Ein Schalenein, wie sagt man, Windei, kommt. Ja, jetzt gibt es noch kein Futter, ist viel zu kalt. Viel zu kalt. Könnte man rauskommen. Es ist noch ungefähr 8 Tage. Dann sind wir im zweistelligen Bereich. Steht bei wetter.com, Allahu Alam. Mütze ist noch gut. Ja, ich habe immer Angst, dass die Kälte nicht überstehen. Jetzt putzt die Mama das Kälbchen. Guten Appetit. Ja, gestern ist was passiert. Gut, die Schabos haben gestern Nacht nichts gemacht. Gell? Mein Mann sagt, früher oder später müssen die jetzt aber eingesackt werden, weil die haben zu viel Mist gebaut die letzten Wochen. Da wird jetzt bald wirklich die Regierung antanzen und die wirklich mitnehmen. So, gestern ist was passiert, ihr seht. Das war's. Teller und Gudi sind ausgezogen. Der Mann hat gesagt, ich mache dich schon schwanger. Oder nicht er, sondern. Was? Warum bist du hier oben? Geh runter. Warte mal. Geh runter. Edi. Ne? Ihr sollt jetzt hier dick und fett werden. Ja. Gucken wir mal, ob das klappt. Ja, gehen wir mal raus. Lass mal die Katzen raus. Du, ihr geht raus, lasst mir die Katzen. Kommt. Ja, Labine, komm, lecker, lecker. Aha, herausspaziert. Gehen Sie, gehen Sie. Gehen Sie raus. Genau, du bist das Leitschaf. Die blöde Ziege hinterher. Ach, das ist schon eine überschauliche Menge. Bald nimmer. Dann haben wir 7 Tagen oder so ist die Marie dran, gell? Garfield ist das, du Garfield, ja. Garfield und sie haben draußen geschlafen und Bambi. Ich habe den Leckerli auf die Veranda. So, jetzt gucken wir mal. Willst du auch reingucken? Hier muss man zumachen. Wie Sau. Das Boxschaf. Also, ist wirklich unmöglich ist das. Kommt. Upsala. Ich hänge das immer hier an der Schraube auf. Leute, es ist gerade mal 7 Uhr noch was. Es ist frisch, 8 Grad oder so. Ne, ich komme hier nur mit Abaya und drunter nur die Socke. Also mir ist wirklich so frisch und kalt. Gucken wir mal. Da friert sogar der Gafi, gell? Oh, Bübü. Ist alles gut hier bei euch? Ist da jemand drin? Licht an. Hanoi.
Ihr wart ja nur die. Okay, Kaffee. Komm, die Sonne kommt gleich. Nee, keiner mehr da. Gut. Jetzt gleich. Uiuiui. Nee, man sieht keinen Hauch. Nee, aber da oben ist die Sonne schon. Guck, der Kaffee, der streckt sich. Ja, jetzt gehen wir mal zu den Kaninchen gucken. Was habt ihr da fabriziert? Ne? Alles okay? Ins Haus. Hallöchen. Alles okay. Ne? Ich habe das hier umgestellt, weil ich habe doch ein Video gemacht über die Schabos. Da muss ich das da hinstellen, damit das Licht in mein Gesicht scheint. Ja, und jetzt ist ich mitten im Zimmer. Schau gut. Können wir euch besser fangen. Ja. Alles okay, keiner liegt krumm rum. Was ist da los? Alles okay mit dir? Gut. Guck mal, die boxt. Also bitte. Muss ich gleich wieder zumachen. Oh, seid ihr schon wieder da? Die hat sich einfach aufgeboxt, das Mädle. Zum Heulen ist das. Wir müssen dringend. Tut mir schon der Rücken weh. Geh doch mal weg, Princess. Komm, wir müssen dringend das Zimmer machen für die Slonged. Ja, ich habe jetzt Therapie von Amina gekriegt. Ich darf nicht mit durchgedrückten Beinen dastehen, das mache ich immer. Die Beine müssen locker sein, ne? So locker. Nicht so angespannt, sondern so. Das entlastet das Kreuz. Ja, dann mache ich jeden Tag 10 Minuten Laufband abends und im Bett die 10 Minuten Übungen, die sie mir gesagt hat. Und wenn Mahmoud Zeit hat, macht er mir noch eine Massage am Rücken. Ja, das habe ich jetzt 2 Tage hintereinander gemacht und das müssen wir jetzt 2 Wochen durchziehen und ich sollte eine Verbesserung merken. Weil ich habe eine schwache, wie sagt man da, über dem Popo, diese Muskulatur ist schwach. Oben bei den Schulterblättern ist sie okay. Aber meine Rückenschmerzen kommen von zu schwachen Muskeln. Das kommt vom vielen Kranksein, im Bett liegen, nichts bewegen. Na so, deswegen ist es. Und viel sitzen. Ja. Früher habe ich das nicht gehabt, weil ich mir richtig rumnummer. Aber jetzt bin ich gleich außer Puste mit allem. Ja. Weiß nicht, soll ich jetzt offen lassen? Nee. Kommt raus. Jalla. Ich habe es noch nicht richtig zugemacht. Jalla. Fluffy, komm. Was meinst du mich? Ja, du bist die Fluffy. Jalla, Ziggybock. I cry, Miss Barra. Komm, lecker, lecker. Barra. Nee. Na gut, wenn der geht, dann muss ich auch mit so einem Mist. Ich mach mal mich, beschäftige mich, kratz mich. Gut, es führt keinen Weg drum rum, genau. Gehen Sie. Okay, mit dem Geld von den Zicklein holen wir uns noch ein schwangeres Schaf und einen Bock. Dann haben wir 2 Mädels und einen Bock. 6 und es reicht. Und dann die Babys werden immer verkauft. Ne, Marie. Ja. So ist es. Ihr legt jetzt erstmal Ei und haltet euer Lapp. Da oben alles gut bei den Kaninchen. Ja. Alle sitzen, alle kuscheln. Guck mal, Don Juan kommt. Habibi. So ist es. Okay, ich gehe wieder rein, mir ist kalt. Ja, Dexi. Du hast draußen, du hast im Zimmer geschlafen, ich weiß. Ja. Komm, Futter für die Heidi geben wir noch. Und dann gehe ich rein. Also, heute sollen es 23 Grad geben, aber... Ja, Habibti. Ja. Ja, ich komm. Wo ist das ganze Futter? Das ganze Futter. Futter haben wir noch. Mahmoud hat gesagt, war gestern zu viel. Haben eins. Eins für dich, eins für die Ziegen und Enten und Kühe. Mahmoud geht heute wieder zum Feld. Gestern war Wasser. Der Typ hat Wasser gemacht und ach, hören Sie mir auf. Guck mal, der Heidi.
Ja, wie gesagt, die Verrückten hier im Dorf haben gestern noch mal ein paar Warnschüsse abgegeben und fertig. Entweder haben sie ihr Geld gekriegt oder die haben keinen Bock gehabt, gestern Stress zu machen. Oder die wurden eingesackt. Allahu alam. Und die Sache mit der Frau, die ist erst dann passiert, als Mahmoud in Kairo war, dass sie die 300.000 Pfund bekommen haben. Das war jetzt vor anderthalb Wochen oder was? Die sind jetzt reich. Was wollen die da noch? Und mit so viel Geld tun sie noch den anderen Mann da stressen. Also bitte, kriege der Hals nicht voll, die Schabos. Ich brauche nichts mehr. Komm, heute ist Freitag. Oh. Weiß nicht, was heute ist. Gestern wollte ich die Impfung holen von Naga Hammadi für die Katzen. Gibt's wieder keine. Super, Leute. Ich sag's euch, es ist ein Graus mit den Sachen. Ja. Bambi ist irgendwo in einem sicheren Haus, so wie es aussieht. Habt ihr die Leckerlis gefunden, ha? Die waren noch für Bambi. Was liegt denn jetzt da wieder von der Amina was? Was ist das? Ach, die Hose von mir, die ihr passt. Die passt ihr jetzt auch. Ja. Schläft er hier unten? Ich habe extra so gemacht, dass sie sich da unten reinkuscheln können. Wer draußen schlafen will. Und die kriechen sogar, die Kleinen, hier in diesen Tiger rein, in die Höhle. Na, und schlafen dann da in dem Fell drinnen. Ist auch voll lustig, was ist hier los? Oh. Keine Ahnung, wo der Mr. Bumble ist gestern. Der wird sicher irgendwo im Haus sein. Entweder in dem Haus oder in dem Haus. Der ist nicht blöd. Ja. Gut. Bin gespannt, ob die Schabos erwischt wurden. Dann haben wir endlich unsere Ruhe, weil das kann es nicht sein. Ich habe schon gesagt zu meinem Mann, wieso hilft hier das ganze Dorf nicht mit, dass wir die einkassieren? Sagt jeder, guckt gerade nur für sich. Hat seine eigenen Probleme, ist beschäftigt mit dem Geld, mit Ramadan, mit der Ernte. Aber es kann ja nicht so weitergehen. Und ich zu meinen Kindern, ihr bleibt jetzt im Haus ab 8, der geht nirgendwo hin wegen des Schabos. Jonas war sauer. Und ich so, mach dein Fenster zu. Hier alles abschließen, keine Schlüssel mehr draußen. Die Schabos sind noch da. Da lachen die immer, die Kinder. Aber du mir weißt. Das kann ich nicht. Nachher haben die echt so eine fixe Idee in ihrem Schabo-Hirn. Die Deutsche, die müssen wir entfernen. Die haben 5 Millionen Lösegeld. Ja, klar. 5 Millionen Flöhe kann ich anbieten. Da ist mir noch was fix eingefallen wegen den Schabos. Dann sage ich, wie kann das sein, dass Leute dem Unterschlupf gewähren? Die erlauben dem irgendwie auf den Farmen, da haben die so einen kleinen Stall gebaut für die Tiere und die schlafen dann in den Tierställen, tief in den Zuckerrohrfeldern. Ich würde so einem Mörder doch keine Zugflucht geben. Ihr wisst, da machst du dich ja mitstrafbar. Nee, die schämen sich, Nein zu sagen, die Leute. Na, wenn die gefragt werden, darf ich bei dir im Stall schlafen, sagen die, würden die nicht sagen, nein. Dann, und wenn dann jemand fragt, du, das sagen sie, das wusste ich nicht. Die lieber lassen sie den schlafen, dann haben sie ihre Ruhe als und rufen auch niemand an, dass die gefangen werden. Also ich wäre da anders. Ich weiß nicht, die Leute hier sind zu gutmütig oder wollen einfach ihre Ruhe haben. Mich wundert es, ne? Solche Leute sind ja auch tickende Zeitbomben für die Kinder und für alles. Also klar machen die den Kindern nichts, aber weiß man's? Also mir ist das wenn Jonas hier bei uns, okay, bei uns vorm Haus spielt mit Abudi auf der Straße bis zum Supermarkt, aber nicht zu Rushdie. Da muss er über Stock und Stein Felder laufen, nachts oder mit dem Fahrrad rum. Das will ich halt auch nicht, bis die weg sind, die Schabos. Also ich sag's euch mal, wie es weitergeht mit denen. Du bist mein Baby. Ich hab dir die Augen gesäubert, gell? Ja. Der braucht noch die Mama. Ja.
So ein großes Köpfchen und so einen kleinen Körper macht nichts. Dem geht's gut, der will nur kuscheln. Ja. Ich könnte ihn wirklich abknutschen die ganze Zeit. Der ist so niedlich. Also ich habe ja viele Kitten schon gehabt, aber dieser kleine Mann übertrifft es. Der hat so ein großes Herz. Liebt alle Menschen, alle. Will mit jedem kuscheln. Sogar mit Jonas. Ja, kleiner Mann. Süße Mauschi. Quietschi. Ich hoffe, du hast ein langes Leben. Komm bei uns, bitte. Und ich bin gespannt, was aus diesen Fusselhaaren wird. Bist du ein halber Shirazi? Was ist das denn? Ja. Kleines Mäuschen. Guck mal. Der erobert doch mit seinem EE alle Herzen. Alle Zuschauer mögen dich. Schreib mal in die Kommentare. Wer mag diesen Kleinen nicht? Ich bin nicht böse. Nicht jeder mag Katzen. Ne? Aber der ist doch herzerwärmend. Bum bum Herzchen in die Kommentare. Wer den mag, wer den nicht mag. Bum bum Wolke in die Kommentare. Kleiner Bum bum. Fehlt noch eine Pebbles, ha? Ich wünsche mir eine ganz schwarze Katze, vielleicht mit ein bisschen weiß. Die kommt auch noch zu uns, gell? Dann sind wir vollzählig mit den Farben. Dann fehlt nur noch meine allergrößte Traumkatze. Vielleicht finde ich eine ältere, die jemand auch rausgeschmissen hat, in einem Zooladen verkauft, so eine alte Dame. Die würde ich nehmen. Kastriert. Ne? Ja. In schwarz. Nee, in meiner Lieblingsfarbe. Das ist das absolut. Du hast ein dickes Bäuchlein. Ja. Guckt, Leute. Es wird wieder dicker hier. Ja. Mäschi, 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 Mäschi. Der will unter mein Kinn zum Kuscheln. Okay. Ihr macht eine kleine Sauerei. Heute gibt's Rindfleischsuppe mit Reis und ein bisschen Fett drinne. Schön aufgewärmt. Nicht immer Trockenfutter. Guck mal, was die für Sauerei machen. Schön essen. Lecker, lecker. Ist es zu heiß oder was? Nee. Ja, entschuldigen Sie. Was ist los hier in dem Laden? Die sind Besseres gewöhnt. Amazon war da. Normal gehört es auf den Tisch, aber hier frühstückt der Jonas immer und kleckert. Deswegen habe ich es da. Na, no, ist doch egal. Und draußen auch. Momento. Zeige ich euch. Oh. Hallo. Hallo. Hast du die neuen Tischdecken gesehen? Ja. Ramadan. Schön, gell? Ja. Hast du im Wohnzimmer auch schon gesehen? Warst du noch nicht drin? Ramadan. Wie war dein Dars? Ach so, gut. Hast du die? Ich habe exzellent gekriegt. Eichhörnchen und Eichhörnchen. 10 von 10? Ja. Komm mal her, mit deiner dreckigen Tür. Ja, und? In was? Englisch war das oder was? Ja. Super. Hast du das selber geschrieben oder die Abla? Nein. Manchmal schreibst du es selber. Ich kenne dich. Echt? Ja. Oh, ich freue mich. Und du hast alle Wörter gewusst? Ja. Ne? Super. Sun, sky, high, boat. Weiß doch mal. Und low. Mhm. Und best. Du kannst ja super Englisch. Von dem her verstehst du ja alles. Ja, also, ich sag es gut. Okay, du hast eine gute Aussprache. Ja. Dein Gesicht ist ganz schön. Tu das ein bisschen waschen. Okay? Guck mal, die kleinen Operierten. Die habe ich jetzt raus, die Maddie. Und die vorher schon. Die will immer länger schlafen. Ja, und jetzt zeige ich euch. Hey Ahmed, kulo tamam. Alhamdulillah.
Also, mein Sohn hat 10 gekriegt, weil er es gut aussprechen kann. Super, da hilft doch unser gebrochenes Englisch da. Na, und da ist der andere Freund entdeckt. Ist Makea? Marwan, alle Marwan hier. Schaut, das sieht doch schön aus. Ramadan Karim. Hallo, Arima Frasch. Alhamdulillah. So, ich habe ein bisschen was für die Kaninchen. Ich weiß nicht, mein Mann. Was ist Bersim, Herr Naxa? Nee. Wollt ihr wieder kein Bersim? Das gibt's doch nicht. Oh. Ups, da wollte einer kommen. Wer war das? Jetzt ist es weg. Okay. Wo sind die Babys? Ach, der Gafel ist schon durch. Ja, gut. Und Mütze. Jetzt ist schon, Mütze ist immer noch am Boden. Haja, haja, haja. Gut. Enten sind weg von euch. Die fütter ich gleich. Mein Mann ist auf dem Friedhof. Hat gefragt, ob ich mit will. Hanoi, nicht so gern. Bin nicht so gern auf Friedhöfen. Na? Und dann heulen sie alle wieder. Und ach, ich kann das nicht. Das ist mir nicht so schön zu sehen. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir das machen. Ich kann nicht zum Bersee mit meinem Rücken. Na? Kommt. Tschick. Komm mal hier. Hallöchen. Wasser habt ihr noch? Dann hole ich euch mal andere Sachen. Gell? Don Rosso, hier ist immer dein Thron. Gell? Machst du schon wieder? Jetzt macht der Pipi. Sag mal. Ja? Was ist denn? Ja? Nee, ich ruf an und du gehst und guckst im Haus. Du nimmst es aber nicht raus. Was ist denn? Fluffy, hast du gemerkt, ich habe doch kein Futter. Weg mit der. Die hat nix. Hallo Babys. Hallöchen. Na? Schon wieder eine Orange in der Gosch. Die Mausi, ja. Ich komm. Jetzt springt er schon auf mich. Ja, willst du wieder raus? Gestern habe ich ihn ganz lang draußen gehabt am Baum. Gell? Na gut, komm ich wieder raus, komm. Hm? Komm. Der springt mir dann immer auf die Schulter. Nee, warte, geh auf die Mauer, so kann ich das nicht machen. Hier auf die Mauer, hopp. Hier, hopp. Geh da rüber, komm, hopp. Hallo. Fausel, hier bleiben, genau. Und jetzt? Mit einer Hand ist schwierig. Warte, warte. La. Hab ich's? Nee. So, jetzt hab ich's. Weißt du was, dann holen wir selber Bersim. Brauchen noch ein Kopftuch. Die Jungs, die sollen die Schubkarre schleppen, dann machen wir uns selber Bersim für die Kaninchen. So, Shishi, Sisi, Sim, Sim. Da bleiben. La. Sag ich schon zu meinem Aff. Safralalasim. Darf man nicht sagen. Kriegt man noch Ärger. Sim, Sim. Ja. So, Fausi geht mit. Die drei Jungs auch. Da muss ich nicht alleine. So. Alle sind weg. Freitag sind die meisten. Komm, Insel. Mahascha, Mahascha. Diese Handsichel brauchen wir jetzt. Wahet hot Marwetta, nimm die Marwetta, hot Marwetta, Marwan. Der hört ja auch wie eine Eins. Super. Nimmst du die Marwetta? Der ist neben der Kap heute. Und die ist Lissi Naim und Maxuf. Der ist schüchtern, sag. Der schläft nicht. Der ist schüchtern. Ich will den Fausi auf die Schubkarre machen. Ich schieb die Schubkarre dann. Mal sehen, ob er es macht. Filmst du? Lass mal stehen. Lass mal stehen, die Schubkarre. Geh mal vor und film. Pass auch auf deinen Finger, dass du nicht hier in die Linse kommst. Gib einfach das, nimm sie einfach das Telefon. So, es läuft schon. Komm, Fausi. Hopp. Aha. Ah, ja, geh da, geh da. Ah. Warte. Ah, geh da. Ja, komm. Geht's? Ja. Der hat Angst. Baby. Insel. Lass ihn, Adi. Nein, der soll das lernen. Ist doch nicht schlimm. Mama. Bleib da.
Na gut, komm, nimm du die Schubi. Mein Rücken tut eh schon weh. Hier, Mama. Der macht dir nichts. Komm, gib mir die Schubi ins Telefon. Aber er war drauf. Wenn nur kurz. Nein! Geh runter, hier sind die. Oh mein Gott, Mann. So, jetzt nimmt's wieder auf. Ja, Labina, komm. Aho, Mina ist Ekelauerlet. Aho, Monkey Eyes. Wer will die Kinder essen? Der Affe. Hey, Siet, Kulutamam. Ja? Kulutamam. Alhamdulillah. Ich hab den schon vergessen, jetzt mach ich mir Angst. Jonas hat mir gerade gesagt, wo die Schabotür ist, wo er immer langläuft. Der, das Zombie. Hör mal auf. Du erzählst immer so Geschichten. Du hast dein Gesicht nicht gewaschen. Guck mal. Hast dein Gesicht nicht gewaschen. Hier ist der Tür und weit weg ist sein Haus. Ja, aber der ist eh nicht im Haus. Dann würden wir... Was ist hier bloß? Was macht Namo Sabri hier? Er arbeitet. Guck, da hinten. Masche. Boah, die wäscht Wäsche hier drinnen. Sabalchir. Ilgerza. Komm, hopp. Hopp. Hey, Amish Amel Haga. Au, Ermin Gerd. So, geht mal raus, weg vom Aff. Der hat ja selber Angst. Der ist schon wieder. Guck, im Schatten sieht das. Seht ihr's? So, wo ich jetzt höre. Hier nicht. Hanak. Maschi. Wir brauchen auch nicht viel. Meine Kaninchen. Da hinten sieht es groß aus. Oder hier. Ein bisschen länger brauchen wir. Oh, das ist die Bombe Nummer. Das nehme ich mit. Guckt euch das Ding an. Gleich rausschneiden. Was ist denn? Warum ist das jetzt hier alles runtergefallen? Komisch. Waren das die Brüder? Die Zombie-Brüder. Guckt, riesengroßes. Habt ihr schon mal sowas Großes gesehen? Also ich nicht. Guck mal, breitwegerig. So groß wie mein Gesicht. Wahnsinn. So, gut, Jonas, ich setze mich jetzt auch mal hin. Wo setze ich mich hin? Hier in Sonne. So, jetzt sitzen wir mal mit den Nachbarinnen. Die zeigen wir nicht auf YouTube. Da, ne? Alles klar. Der Fause isst die Blumen. Der Hanni glotzt zu. Ja, und die sagen, das war der Wind. Nicht die Brüder. Die sind auch genervt von denen. Wir warten alle, dass sie wegkommen. Ja. So. So ist es. Und die ist mal eine Sid Mariam oder ist mal er? Hey, ist mal er. Farha, genau, glücklich. Uenti? Sana. Sana, genau. Die Sana, Farha, Uheni, das sind Geschwister. Achwat. Mach die jetzt für uns, Enti Amel, ala Enti, Enni? Habibti. Jonas, Erb, die Frau macht jetzt Bersim. Die macht für sich. Hast du es erlaubt? Du hast es erlaubt. Ich habe es erlaubt, habe gar nicht gesagt. Na gut. Die Tiere sind teuer, sagt sie gerade. Aywa, für Baby. Ah, der Luati 25.000 Dolly. Oh, Baby, mumkin 4.000. Bad Lissi Saraya. انا مش للباع كله موجود من وهادي جدا ما شاء الله اه ربنا يخليها لك ان شاء الله لا صح لا بكره من انتي مات عشان اجي بيبي نسيت ودي بيبي موجود دي بكره من انتي عمل في ال... يا دي هات سي واه من دي جود افترنون Ah, enta. Maschi. Enti. Ena chef, enti misch die Regellen bi. Tschik, tschik, tschik. Maschi, enti. Enti min hinna, sa? Bi di. Maschi. Das ist einer von den Brüdern, alhamdulillah. Ena chef, min doli, min. أنا خايفة من عشان أنا مش عايزة أروح في ال... لا دول ما يضربوش أي حد برضه اللي من الناس مش يضربوا بس الناس في
امتى ماشي الهواء امتى روح في الكلبوش دي امتى خلاص هنا في الهواء لا بس بيضرب في الناس وبالهواء بس ماشي also die tun nur in die Luft schießen die Schabos ah ja gut يلا اوكي سي في بيت في البيت لو ما فيش فروج انا اقول ماشي also jetzt gehen wir nach Hause die haben auch ein bisschen bekommen die Kinder tun die Schubkarre tragen und wir gehen nach Hause und Fausi hüpft auf meiner Schulter rum Fausi mabsut هو احنا ماشي شوفي عمل فوق تحت فوق تحت يا يبي der hüpft hoch und runter ja Mama hier So, jetzt kriegen die Aubergine schön zumachen. Guck mal, das bisschen für seine Ziegen hat er noch geschmissen. Ja, ist recht. Goldex, ihr habt deinen Vater gesehen. Und du? Prinzess, ihr habt deinen Ex-Mann gesehen. Das ist noch mein Mann. So? Aber der ist sauer. Du hast mich kastriert, das will er nicht. Tja, so ist der Leben. Sei froh. Einmal Kinder und gut ist. Ja. Zu mir ist sie nicht mehr zickig, ja? Oder schlägst du mich wieder? Schlägst du mich wieder? Nee. Gut, mein Lieben, das war's im Video. Jeder hat Versin bekommen. Hühner. Nee, die Enten nicht, die haben ihr Mais. Hasen, Fechel, Affen, Kuh, Esel, Schafe, Ziegen, alle da. Ne, von einer Beruetta sind alle glücklich. Und ich habe noch was übrig. Gut, die Kuh hat nur für einmal mundvoll, zweimal mundvoll. Und die fressen es noch nicht, es liegt noch da. Na gut, also. Bis die Tage, Masselema. Bye, bye. Und seht ihr das Mädel, wo wieder da war? Die wollte mit mir Business machen. Das machen wir nicht. Guck, die hat ihr Zuckerrohr bekommen. Die fressen jetzt da oben Klee und Zuckerrohr. Und schauen zu. Die Sim-Sim. Und der Fausel, der ist noch draußen. Den habe ich... Ah, nee, der ist hier. Der frisst hier sein Zuckerrohr. Genau. Lass mal ein bisschen hier oben genießen. Gell? Ja. Der mag das hier. Der ist hier angebunden. Gut, meine Lieben, bis die Tage. Marcel Emma. Bye, bye.